So, bei dem doppelten Wurf müsst ihr darauf achten, die kleinen Köpfe, also den Mittelfinger hier zwischenklemmen, die anderen da drum rum. Ihr müsst eigentlich hier locker liegen, also hier, damit schwingen. Ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr zurückgeht, ihr müsst die vorne halten, wenn ihr zurückgeht, in die Knie gehen auf jeden Fall. Und nicht mit dem Handgelenk abknicken, sondern ganz gerade halten. Wieder die Verlängerung des Armes mit den Keulen. Also so zurück. Ich zeige das mal zur Seite. Hier vorne halten, den Mittelfinger hier rein und zurückschwingen. Ganz gerade Arm. Hier. Und da könnt ihr nämlich abwerfen. So fliegen die auch parallel. Also von hier könnt ihr erstmal einmal schwingen, schwingen, schwingen und dann. Und das kann dann natürlich auch passieren.